So, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück. Mit einem schönen Gruß von der schönsten Insel der Welt, natürlich aus Zypern, live Peru Plays. Ich bin der Peru und wir werden heute nach langer Zeit mal wieder abheben, also nicht abgehoben, sondern abheben, darf man nicht verwechseln. Ne? Und zwar mit dem Flight Simulator 2020 und ich bin sehr gespannt. Ich hatte das Ding ja zu den Akten gelegt, ganz einfach, weil es da zu viele Dinge gab, die ganz einfach nicht funktionieren, was einfach keinen Spaß gemacht hat. So, jetzt haben wir das Update da zum 40-jährigen Jubiläum und jetzt werden wir es uns mal gönnen. Wir werden einfach mal losfliegen und ich hoffe, es geht gut. Ich hab schon einen Probeflug gemacht. Ja, also es sieht relativ gut aus, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ob wir sicher landen? Ich weiß es nicht. Wir fliegen jetzt einfach mal einen Testflug. Und zwar mit einer A320neo im JetBlue Livery. Und zwar von New York City, vom JFK Flughafen nach Georgetown. Ja, und ich bin sehr gespannt, wie das wird. So, ich glaube, das Kennzeichen würde ich gerne noch ändern. Ah, okay, das wollte er mich eben nicht ändern lassen. Sehr gut. Gut, dass ich nochmal kurz rausgegangen bin. Weil das Lufthansa-Kürzel passt jetzt nicht so schön. Jetzt nehme ich mal einfach JB, ist wahrscheinlich jetzt nicht echt richtig so, aber egal, wir wollen fliegen. So, natürlich wollen wir nicht von der Start-Landebahn direkt abheben, sondern wenn, dann lassen wir die Kollegen auch einsteigen und mit allem, was dazu gehört. Ja, dann drückt uns mal die Daumen. Wir fliegen los. Nicht vergessen, wenn euch das Ganze gefällt, was ich hier verzapfe, natürlich immer ein bisschen Liebe dalassen. Ne? Like, Follow, Abo. Freut mich natürlich auch sehr. Egal, wo das ist. Entweder hier auf Twitch oder auf YouTube, wenn ihr das als Wiederholung seht. Ganz egal. Leute, ich bin schon wieder ein bisschen heiß drauf. Ich habe das jetzt so lange Zeit nicht mehr geflogen. Ich war richtig sauer. Ich habe das komplett von der Festplatte verbannt. Muss man so sagen, wie es ist. Ja? Und jetzt freue ich mich allerdings schon wieder drauf und bin auch heiß drauf, das wieder zu zocken. Da steht sie. Unsere A320 in der JetBlue-Lackierung. Ist sie nicht schön? Ist sie nicht wunderschön? Ja. Und die werden wir jetzt fliegen. Ich hoffe, ich habe es noch drauf. Ich habe jetzt gleich zur Erklärung, da ich jetzt quasi wieder neu beginne, habe ich mir einige Hilfsoptionen eingeschaltet. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Aber ich möchte den Vogel auch ganz gerne nicht nur in die Luft, sondern auch vielleicht im ganzen Stück wieder auf den Boden bringen. Ne? Also Leute, wir verstehen uns. So, wir stehen am Gate. Jetzt müssen wir ganz kurz gucken, ob ich den Autopiloten hier schon angewiesen habe, die Kommunikation zu übernehmen. Das wird er nachher machen, aber nicht jetzt. So. Wir gehen das jetzt der Reihe nach durch. Wir schmeißen erstmal die Butze an hier. IFA-Freigabe. Das machen wir gleich. Jetzt boarden wir erstmal. Wie sich das gehört. Da ist unsere wunderschöne Maschine. Wie gesagt, wunderschön. Und wir werden jetzt einfach erstmal Gepäckservice anfordern, Verpflegungsservice. Und natürlich müssen wir noch die Patienten, wollte ich schon sagen. Die Fluggäste boarden. Könnten noch Patienten werden, ist klar, ne? Ich hoffe nicht. So, Verpflegung ist auch unterwegs. Wieso kann ich jetzt nicht zurückgehen? Was ist hier los? So, gut. Während wir warten, dass wir hier weitermachen können, schauen wir mal kurz, ob hier alles schon mal im grünen Bereich ist. Jawohl. Die Maschinen laufen an. Turbinen laufen. Was ich mich jetzt gerade frage, wieso braucht er so lange hier, bis ich jetzt den Verpflegungsservice anfordern kann? Hallo? Kann ich die jetzt nicht mehr gleichzeitig anfordern? Oder was ist hier passiert? Gut, da warten wir kurz ab. Spätestens, wenn der Kollege abfährt, dann sollten wir ja wieder hier weitermachen können.
So, die reguläre Flugzeit übrigens sollte etwas über eine Stunde betragen, also ist die reine Flugzeit natürlich. Also eine Stunde, drei Minuten, irgend sowas. Mit Rückenwind natürlich schneller, ist klar. So, der Kollege scheint sich da zu verzupfen mit seinem Gepäck. Das wäre nicht schlecht, weil irgendwie hängt hier das... Geht ja wieder gut los hier. Da startet man voller Hoffnung wieder in das Spiel, in die Simulation. Und da hängt schon. Wenn ich den jetzt mal gut schließe. Weil eigentlich meldet er sich jetzt auch nochmal, wenn... Aha, jetzt ist das Gepäck abgeschlossen. Wir sehen, die Uhr schließt sich. So, jetzt müsste die Meldung kommen, dass Gepäck abgefertigt ist. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen... Warte mal. Jetzt meldet er, dass der Catering-Truck unterwegs ist. Okay. Ist das neu? Gehört das so? Bitte was? Jetway konnte nicht kommen. Ja, dann schickt wenigstens eine Treppe, Freunde. Was ist denn da los? Na, jetzt aber. Leute, was ist denn hier heute los? Geht ja gut los hier heute. So, da kommt sie. Sehr mysteriös, das Ganze hier heute. Okay. Soll ich mal Lampe ausschalten? Alles gut. Die gehört dahin. So. Und während die Passagiere boarden, füllen wir noch ganz schnell unsere Vorräte auf. Das heißt, wir können gleich noch mal ein paar Vorbereitungen treffen. Nämlich, lass uns mal ganz kurz gucken. Können und sollten auch die Sicht hier ein bisschen, die Perspektive korrigieren. Hier können wir schon mal die Flaps auf 10% stellen. Und hallo? Da ist er. Die Luftbremse aktivieren für den Start. So, das ist gut. Sehr schön. So. In der Zwischenzeit sind die Kollegen fertig mit der Versorgung hier. Es gibt gut Futter heute auf dem Flug. Es ist ein Kurzflug, gibt es einen kurzen Snack. Das kann natürlich auch nicht lange dauern. So, und... Ach, was ist er hier am Sammeln? Jetzt ist ja mal gut. Was steht denn da drüben? Ein A380 oder was ist das? Ich warte ja immer noch, dass der mal hier ins Game kommt. Jedenfalls gibt es ja im Game, aber nicht auf der Konsole. Aber das wäre natürlich mal schön. Wieso war jetzt gerade der Jetway weg? Hallo? Völlig verrückt. Also es wird kein normaler Flug, ich sehe das schon. Ei, das war aber jetzt hart zurückgezogen. Normalerweise gleitet die elegant zurück. Also, wir resümieren jetzt schon. Es gibt noch so ein paar Sachen zu tun hier. Gut. Dann gehen wir mal zurück zur Freigabe, dass wir hier wegkommen.
So, dann fordern wir mal die IFA-Freigabe an. 5000 Fuß. Das ist schon eingestellt, das ist okay. Wie man da an sich davon planen. Das passt. Erledigen wir mal kurz. Gudi, dann sind wir glaube ich soweit. Wir können die Röhrenfreigabe anfordern, dann können wir auch den Pushback schon mal anfordern. When bright. Ich bin bright. So. Irgendwie habe ich auf meinem Zweitbildschirm einen riesen Delay. Ich sehe, dass ihr da sein wollt. Wenn ihr was geschrieben habt, sehe ich es gerade nicht. Ist wieder einer dieser Tage. Ihr wisst schon, was ich meine. So, ich versuche bei mir jetzt den Stream, den ich mitschaue, nochmal neu zu starten. Und hoffe, das funktioniert jetzt besser. So. Oh, wir haben ein rollendes Bild. Sehr schön. Alles da. Alter, könnt ihr mal aufhören zu funken? Ich will hier weg. So, dann geben wir auch mal den Funk an unseren Pilot oder Pilotin. Mal sehen, was wir da haben. Ja, Dorfklavier, grüß dich. Jetzt sehe ich euch mal hier. So. Dann lassen wir uns mal in die richtige Richtung pushen hier. Ja, ich hatte heute so Lust drauf, das mal wieder zu spielen. Es funktioniert jetzt sogar größtenteils auf der Konsole. Sehr sympathisch. In Georgetown eine Currywurst. Ich glaube, das wird schwer. Das nicht auseinanderbekommen. Zweiter JetBlue-Flug ist gerade beim Pushback. Vielleicht sollte ich die Handbremse lösen. Geht einfacher beim Pushen. Leute, aber ich habe, wie gesagt, ich habe es jetzt so lange nicht mehr gezockt, ey. Wie gesagt, deshalb habe ich vorsichtshalber ein paar Hilfsfunktionen drin gelassen. Bei den nächsten Flügen wird es dann wieder ein bisschen anders.
Also das möchte ich sehen, dass es in Georgetown eine Currywurst gibt. Im Ernst. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Wow. Ich muss sehen, dass ich mich nicht stoppen kann. Aber die Funken hier wie die bekloppt. Alter, jetzt halt mal die Kurschen. Ich muss jetzt mal hier das Pushback stoppen. Unglaublich. So. Sehr schön. Guti. Da sind wir. Mehr oder weniger. Start klar. Wir werden jetzt hier nochmal anschnallen, rauchen, einstellen. Ist klar. Und dann kommen wir mal ins Rollen hier. Auf geht's. Na, warum zieht er denn zur Seite? Was ist denn da los? Aber so stark im Wind, oder was ist hier los? Aber bestes Flugwetter hier in den USA. Hier die aktuellen Wetterdaten. Just to let you know. Ein bisschen selten am unterwegs, ne? Was ist denn hier? Ein bisschen Geschwindigkeit rausnehmen. Das sieht schon besser aus. Ich suche noch immer irgendwo so einen Kurs oder Tutorial mit den Zeichen, dass man hier den Weg zur Flugbahn findet. Ich muss immer die Pfeile einschalten. Ich weiß, es ist amateurhaft, aber so ist es normal, Freunde. Ich komme damit nicht klar. Aber ich fliege hier nur zum Spaß. Ich hätte dann gern einen Flug gemacht für euch wieder mal von meinem Heimatflughafen hier in Zypern, in Larnaca. Aber da ist jetzt schon so dunkel, da seht ihr nicht viel. Jetzt habe ich mir gedacht, hier fliegen wir mal in die USA, warum nicht? Sieht man auch diesen Linksdrall, den die Maschine hat beim Rollen. Deshalb gehe ich jetzt mal hier wieder in die Perspektive on top. So, das im Blick behalten hier oder noch besser vom Cockpit aus. Also ich denke mal, mit Start und Landung plus Flugzeit werden wir so auf 1,5-2 Stunden kommen, denke ich mal.
So, wir haben noch einen ganzen Weg vor uns hier bis zum Erreichen der Startbahn. Wir stehen natürlich genau auf dem entgegengesetzten Ende. Wie soll es auch sonst sein? Der Startplatz war jetzt nicht so toll ausgewählt, aber so sieht man ein bisschen was hier vom Flughafen. JFK in New York. Ich frage mich immer wieder, ist in der Amtssprache, sag ich jetzt mal, beim Fliegen so viel Deutsch drin, ne? Das ist wirklich erstaunlich. So viele deutsche Begriffe und komplette deutsche Sätze. So, jetzt erreichen wir gleich unsere Startbahn. So, in diesem Sinne wünsche ich uns einen ruhigen Flug. Ohne Turbulenzen. Okay, da wären wir. Ready to go. Ob hier alles safe ist. Lass uns hier in der Mittellinie ausrichten. Okay, ladies and gentlemen, dann wollen wir uns mal ready to go machen hier.
So, Signalleuchten, die Flügeleuchten brauchen wir jetzt nicht. Anschnallzeichen und Raucherzeichen sind an. Das heißt, are you ready to rumble? Auf geht's. Der JFK. Okay. Ah, das wollte ich doch jetzt gar nicht. Ich wollte umstellen auf unsere neue Flughöhe. So. 17.000 Fuß, Herr Kaloy, auf geht's. Jetzt an unserem Kurs aus, wie ihr seht. Da rechts kommt er schon hier. Das ist mal Aussicht hier. Läuft. Sehr dynamisch hier gerade. Ich werde es nachher nochmal checken. So, da passieren wir nochmal den JFK. So, und ich glaube, bei der Geräuschkulisse muss ich ein bisschen näher ans Mikrofon ran. Hilft nichts.
alles ausgeschrieben. Nein. Da machen wir doch schnell mal die Landescheinwerfer aus. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. So. Rollbeleuchtung ist aus. Wunderbar. So, ich habe mal die Sehenswürdigkeiten und Points of Interest angelassen, damit ihr mal auch so ein bisschen Begriff habt, wo wir uns gerade ungefähr aufhalten. Das ist unser Steigflug hier ins Stockpiraten. Das habe ich gar nicht mitbekommen, dass wir auf 22 sollten, aber das gucken wir schnell nach. Was denn gerade? Ein kleiner Wackler. War der jetzt nicht durch mich? Ah, hier, die Stadt zur Zigarette. Malbuch. Da ist er. Mal wissen wolltet, wo Marlboro Country ist, ist gar nicht so weit weg von New York ganz offensichtlich. Also irgendwie hackelt es hier gerade, ich weiß nicht warum. Wenn ich hier so drehe, jetzt warte mal. Jetzt hat es wieder gefangen, okay. So, das ist eine bessere Perspektive. Wir haben gleich die 22.000 Fuß erreicht. Das sollte wahrscheinlich auch unsere endgültige Flughöhe sein, schätze ich mal. Also ein bisschen diesig ist es, ne? So richtig klar ist es nicht. So, hier habt ihr mal eine schönere Sicht aus dem Cockpit. Oh, jetzt schicken sie uns doch noch auf die 320. Ja, gut. So einen kurzen Flug finde ich das schon schlecht. Machen wir das. Thank you.
Also jetzt wollen Sie aber wissen. Bis auf 36.000 Fuß. Hallo. So eine kurze Strecke. Ich habe doch auch den unteren Flugraum gewählt. Ist ein bisschen merkwürdig. Kann natürlich sein, dass wir über dein Gebirge über müssen, das könnte ich mir vorstellen. Jetzt bin ich geografisch in Amerika nicht so sattelfest, aber das wäre die einzige Erklärung, die ich jetzt hätte, dass wir so hochsteigen bei so einem kurzen Flug. Overspeed, wie geht das? Wie können wir einen Overspeed kriegen? Hier ist alles im grünen Bereich, hier ist es rot. Sein. Aber er geht schon runter, okay. Aber wir haben doch ein Autovorteil drin. Warte mal. Sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig. Er ist alles richtig eingestellt. Ein sehr merkwürdiger Flug hier. Overspeed, sehr schön. Hat sich selber reguliert. Ich bin mir aber überhaupt nicht im Klaren, wie wir da reingekommen sind. Das ist doch mal ein schönes Bild hier, ne? Wieso sind die Flaps draußen? Muss ich nicht verstehen.
Okay, jetzt weiß ich, warum die Flaps draußen waren. Okay. Das erklärt aber auch das Overspeed, wenn die Flaps draußen sind. Also wir liegen da nicht wirklich gut in der Luft. Jetzt sinken wir schon wieder. Fragt mich nicht, woran es liegt. Ich bin da auch irgendwie wahrscheinlich ein bisschen zu lange raus. Das sieht nicht gesund aus, wie das Ding fliegt. Ich nehme die Flaps raus. Das hilft ja nichts. Da müssen wir mehr Leistung auf die Maschine legen. Was wir hier an Höhe verlieren, auf Wackel. Ich hoffe, die Mädels sind da im Passagierraum haben einen Typen dabei. Junge. Also langweilig wird der Flug auf jeden Fall nicht, jedenfalls nicht für die Passagiere. Da kann man sogar von Hochspannung reden. Gerade ein bisschen korrigiert. Ich will natürlich hier nicht wie ein Pfeil in die Lüfte schießen. Das muss mit Zärtlichkeit geschehen hier. Ja? Zumal unser Passagieren wahrscheinlich gerade ein bisschen übel ist. Also ich weiß nicht, doch Klavier, wenn du da drin sitzt, ob du noch eine Currywurst nach dem Flug willst, dann hast du guten Magen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das gefällt mir gerade jetzt nicht so, das Flugverhalten hier. Aber ich denke, der Fehler liegt hier bei mir. Muss man ganz ehrlich sagen.
30.000 haben wir gleich. Boah. Das macht mich jetzt schon so ein bisschen nervös hier. Aber das fing wirklich an mit diesen mistigen Flaps. Wahrscheinlich habe ich sie aus Versehen, mich verdrückt, irgendwie ausgefahren. Dann ging das ganze Drama los. Alter, der fliegt aber wirklich dicht an uns vorbei, da der Kollege. Ja, der Kollege ist auch nicht zu übersehen hier. Also wenn ich da auf die Karte gucke, das sieht auch komisch aus, oder? Wir liegen doch nicht gerade auf der Route. Jetzt werden wir irgendwie so schräg. Was haben wir denn da? Army Airfield, da kommen jetzt ja einige her. Was haben wir hier? Was? Millard. Dort ist direkt. Deck. Alles Orte, mit denen ich nichts anfangen kann. Sagt mir nichts. Was? Der ist auf unserem Level knapp drunter. Warte mal. Da ist er.
weiter nach wie geplant. Das ist, grammatikalisch ein Fest. Aber jede Menge Verkehr hier um uns rum. Auf 12 Uhr? Nee, 1 Uhr 3. Da kommt der angeschossene Kollege. Ich hoffe mal, die Landephase wird ein bisschen entspannter als der Anfang des Fluges. Also ich hoffe es insbesondere für unsere Passagiere. Nächste Kollege. Alter, was ist denn hier heute los? Ja gut, ich denke mal, die amerikanischen Kollegen über dem Teich, das ist ihre Zeit, werden hier auch ordentlich durch die Gegend flitzen. Das heißt, wir haben hier nicht nur ordentlich KI-Verkehr, sondern natürlich auch echte Piloten hier, die gerade unterwegs sind. Der scheint nur parallel zu uns zu fliegen. Der kreuzt uns, glaube ich, nicht. Also so wie ich heute fliege, sollte das nicht JetBlue Airlines heißen, sondern, was weiß ich, Never Come Back Airlines. Ich kann nur beten, dass wir die Heil runterbringen, die Leute hier.
Thank you.
starten jetzt, wie ihr schon gehört habt, jetzt mit unserem Descent. Jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Auf 26.000. Also auf 260, um professioneller zu klicken. Dann geben wir nochmal eine entsprechende Sinkrate ein, dass wir hier schnuckelig, knackig runterkommen. Noch die Entfernung auf 90 bis 100 nautische Meilen. Und wie gesagt, wir gehen jetzt auf 260 runter. So, und wie ich mich kenne, sollte ich doch lieber die Anschnallzeichen jetzt für die Landung anmachen. Besser ist das. Sitzgurte habe ich eingeschaltet. Gelassen. Ja, das ist auch ganz gut so. So wie ich geflogen bin. Man sollte ja eh immer, ne, vorbildlich angeschnallt bleiben. Ist auch nur ein Kurzstreckenflug. Aber dann brauchen wir hier jetzt nichts ändern. Alles gut. So, so langsam schlängeln wir uns hier runter. Mittlerweile schon auf 32.000 runter. Jetzt genau. Das ist ganz okay. Die behalten wir jetzt mal erstmal bei. Also irgendwie passt das Knacken heute im Headset zum Funkverkehr. Sollte allerdings nicht so sein. Ich glaube, ich muss mal den Anschluss hier am Controller checken. Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwie unterschlägt er mir hier immer etwas, wenn ich den Funk ausblende. Deshalb schaue ich sicherheitshalber jetzt noch beim Fenster nach. Weiter wie geplant. Also ich habe den Eindruck, als wenn er jetzt neuerdings nichts mehr anzeigt, wenn es wie geplant weitergeht, sondern nur noch wenn es Abweichung gibt. Scheinbar. Ich meinte, das war vorher anders, aber okay. Solange wir nichts Wichtiges verpassen, soll mir das recht sein.
sicher den Flug jetzt nicht so lang eingeplant, ganz ehrlich nicht. Ich bin wirklich so von 1,5 Stunden ausgegangen, inklusive Start und Landung. Also reine Flugzeit war bei der Planung mit etwas über 1 Stunde angegeben. Ich glaube jetzt nicht, dass wir jetzt 1,5 Stunden gebraucht haben für den Start, also zum Anrollen aufs Startfeld und so. So, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ihr die letzten Sätze gerade gehört habt. Ich habe jetzt gerade das Headset nochmal neu angeschlossen, wie ihr leider wahrscheinlich auch gehört habt. Ich hoffe, dass jetzt wieder was zu hören ist. So, wir passieren gerade Basden und geschätzt dürften es jetzt noch 70, 80 Meilen sein bis zum Takedown. Touchdown. Warum sagt, wie komme ich jetzt auf Takedown? Ich meinte natürlich Touchdown. Ein massiver Sprung hier. Okay.
mal, die Sinkrate reicht, dass die Schnecke hier runterkommt. Das ND schon mal von der Reichweite wieder mal ein bisschen runtersetzen. Okay. So, wir passieren Russ und es ist sehr bewölkt. Ich hoffe mal, es bleibt trocken bei der Landung. So, jetzt könnte es gleich ein bisschen unruhig werden. Eventuell. Ich hoffe mal nicht. Aber die Anschnallzeichen sind eh schon an. Insofern sollte da nichts passieren. Ah, sieht schon geil aus, die Wolkendecke von oben. Bah, die werden immer dunkler, die Wolken. Das ist nicht gut. Na, nicht, dass da noch irgendwo eine Gewitterfront lauert oder sowas hier. Vorne Hidden Quarry, das passt wirklich, ne? Versteckt hinter den Wolken. Jetzt dürfen wir auch gleich in die Wolkendecke eintauchen hier. Nochmal vorsichtshalber unsere Enteisung hier an. Okay, Leute, Zehen und Fingernägel kreuzen. Dass uns da keine böse Überraschung erwartet. In den Wolken. Und rein geht's. So, Sicht 0. So haben wir es natürlich gerne. Auf 8300 aktuell. Mach mir keinen Scheiß hier. Bis 3000 Fuß ist noch ein Weg. Wir sind gerade an den 7000 vorbei. Aber das ist eine richtig fette Wolkendecke.
So langsam kommt hier wieder Sicht. Ja, es rüttelt uns ein bisschen durch. So ein bisschen. Das wird tief. 3000. Oh. Ist natürlich jetzt eine atemberaubende Aussicht. Aber ich empfinde das als sehr tief. So, wir werden jetzt hier auch mal ein bisschen Geschwindigkeit rausnehmen. Ja, man sieht das eben links in der Anzeige. Wir haben ab und zu mal so einen kleinen Strömungsabriss. Deshalb hoffe ich, dass wir jetzt gleich zu unserem Touchdown kommen hier. Aber bis dahin genießen wir einfach mal so ein bisschen hier die Landschaft, die an uns vorbeizieht. Und die ist echt schön.
So, ich werde schon mal prophylaktisch die Landescheinwerfer einschalten. Also wenn wir gleich in die Rechtskurve gehen, sind wir eigentlich auch schon fast da. Schätzungsweise. Da sieht man das jetzt sehr schön auf unserem Kurs. Na, einmal in die Rechtskurve und dann ist es eigentlich schon fast da. Aber die Wolken hängen hier teilweise auch richtig tief. Böse. Kein Wunder, dass wir so auch so ein bisschen durchgeschaukelt werden hier gerade. Sogar bis zu hoch gekommen, okay. Ja, jetzt kommen wir ja immer so ein bisschen, weil wir auch ein bisschen ausgleichen müssen hier. Man sieht es auch am Trim. Wir sind fast vollkommen nach oben getrimmt. Sieht sehr hübsch aus. Aber muss jetzt halten bis zur Landung. Die ganze Zeit, sonst kann ich immer die Bremsautomatik einstellen. Standard, Mittel oder Hart. Ah, Mittel kann ich einstellen, aber nicht auf Maximum. Okay. Stellen wir sie auf Medium schon mal. Dass wir ein bisschen Bremsunterstützung gleich haben. Aber guckt euch diese tief hängenden, dunklen, fiesen Wolken an. Das gefällt mir nicht. Überhaupt nicht. Habe ich die Enteisung schon ausgemacht? Nein, das kann ich jetzt mal machen. Weil wir sind ja schon durch die Wolkendecke durch hier. Das ist ziemlich ekelhaftes Wetter, wo wir sind. Wundert mich, dass wir noch keinen Regen haben hier. So, und jetzt drehen wir uns so langsam ein.
auf die Landebahn. Was auch probieren im Fall der Falle, in der Fälle, wie ich hier gerade sehe. So. Jetzt bin ich gespannt. So, wieso geht er jetzt hier nicht in die Kurve? Jetzt. Okay. Ich dachte schon. So. Dann machen wir die ILS-Infoanzeige schon mal an. Den Landeanflugmodus. Und dann, Leute, jetzt gilt's, Daumen drücken. Ja, ich weiß. Ich weiß, wir sind tief unterwegs. Okay. Da beginnt schon unser Descent tatsächlich. Der Finale. Ist das nicht ein bisschen früh? Ich sehe nicht mal den Flughafen. Okay, ich packe schon mal vorsichtshalber die Flaps rein. Vorsicht haben wir auch schon mal. Das Fahrgestell raus. Und wir nehmen noch ein bisschen Geschwindigkeit raus. So, jetzt wird spannend, weil ich sehe noch keine Landebahn. Ach, das Ding da, das Fitzelding! Warum nicht gleich eine Duschenpiste? Okay. Oh, Backe. Was ist das für ein Flughafen? So, Landekappen sind draußen. Boah! Leute! Alter! Das für eine Bugelpiste! Was ist das?
Ja, so kann man. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe mich da auch. Ich dachte, Georgetown, das wäre ein Großflughafen. Alter, wir sind hier auf dem kleinen Flughafen Buckelpiste aufgesetzt. Halleluja. Okay, Freunde. Aber aus Fehlern lernt man. Ich werde es wieder mal nehmen und in meine Erfahrungsliste mit verpacken. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Wenn ja, wir sehen uns ja schon bald wieder. Ne? Schaut mal in mein Schedule, in meinen Plan hier auf Twitch, sofern ich kann und auch planen kann, schicke ich da die aktuellen Streams rein. Ansonsten gibt es auch mal einen spontanen Stream. Wenn ich nicht weiß vorher, wie es mit der Arbeit läuft, kann es auch sein, dass ich mal spontan einen Stream reinschiebe. Ansonsten, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich sage Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen.